Ich hatte es Ihnen ja gestanden, ich komme aus Berlin und der eigentliche Berliner verlässt seinen Kiez selten. Die Neuköllner bleiben in Neukölln, Leute aus Mitte bleiben in Mitte, Reinickendorfer bleiben in Reinickendorf, Zierendorfer bleiben sowieso da, wo sie hinhören. Wir sind ja heute in, wo sind wir heute hier? In Füssen. Interessant, wissen Sie, in diesem Teil von Berlin war ich nicht. Da, wo ich klein war, gab es in Berlin ein Fachgeschäft für Zauberkünstler. Zauberkönig heißt die Firma bis auf den heutigen Tag und das Geschäft existiert in der Tat noch. Auch der Zauberkönig ist noch vorhanden. Ich habe extra für heute Abend bei ihm erbeten einen Würfel. Würfel sind Teufelszeug. Jedes Ding hat zwei Seiten, der Würfel aber hat sechs und das macht ihn schon diabolisch genug. Hier sehen Sie den Würfel des Zauberkönigs. Er kam also an, ich habe angerufen, ich habe gesagt, Zauberkönig, der Würfel ist da. Ja, ja, der Würfel ist da. Sag ich, jawohl, aber die Schachtel fehlt. Nein, das kann nicht sein. Sag ich, doch, der Würfel ist da, er ist rot, er hat weiße Punkte, aber die Schachtel ist nicht dabei. Das kann nicht sein, Hautberg, ich sage Ihnen doch, die Schachtel war dabei. Sag ich aber, Zauberkönig, wenn ich Ihnen sage, die Schachtel war nicht dabei, dann ist die Schachtel nicht dabei. Also sagt er, nur machen Sie mal hier nicht auf vornehme Tulpe. Kicken Sie nach. Die Schachtel für den Würfel ist im Würfel. Ich schaue also nach. Ich öffne den Würfel und in der Tat, in dem Würfel befindet sich eine Schachtel, so wie hier. So. Ich öffne die Schachtel, so dann ergreife ich den Würfel und jetzt kommt der erstaunliche Moment. Die Schachtel für den Würfel ist im Würfel.